Vielen Dank, Denise. Und es kamen auch schon ein paar Fragen rein. Erstmal eine sozusagen technische Frage. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Seiten zurückgehen, denn hier kam die Frage, wie die Autorin heißt, die über Geschlechter- und Liebesformenvielfalt in der Kolonialzeit oder vor der Kolonialzeit geschrieben hat. Vielleicht kannst du uns das noch mal zeigen. Jetzt, ich muss mal gucken, ob ich kann das sagen. Ich glaube, das habe ich gar nicht auf der Folie Ach drauf. so. Nee, ich habe es nicht auf der Folie drauf. Das ist Maria Lugones. Ich kann auch den Text gerne. Also Maria Lugones ist leider letztes Jahr gestorben. Die ist ja, also eine Theoretikerin aus dem globalen Süden, und die hat ganz viele, ganz unterschiedliche Beispiele genannt, wo entweder es zum Beispiel ein Matriarchat gegeben hat, oder Geschlecht keine hierarchische Rolle gespielt hat, oder wo Menschen sozusagen auf keinen Fall in der Zweigeschlechtlichkeit gelebt haben, zum Beispiel bei vielen indigenen Bevölkerungen. Und damit hat sie gesagt, also eigentlich diese Zweigeschlechtlichkeit von dem europäischen Kontext in die Kolonien transferiert worden. Und das hat auch einen ökonomischen Gebrauchswert. Die Kleinfamilie, die sozusagen das Care und alles absichert und dann wieder Reproduktionsarbeit betreibt, damit die Menschen genug irgendwie auch ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen können. Das ist ein bisschen bitter. Hier kam noch eine Anmerkung, ob es nicht noch mehr Formen von Rassismus gäbe als die drei, die du jetzt aufgezeigt hattest. Ich denke mal, das war ja jetzt nur ein Einblick. Genau, hier ging es eben noch mal explizit um anti-asiatischen Rassismus in der Frage. Auf jeden Fall gibt es sehr viele mehr Formen von Rassismus. Und in der Vorbereitung für den Vortrag hatte ich diese drei rausgegriffen, weil ich zu den dreien eben schon etwas gemacht hatte und sozusagen auch auf Fragen eingehen kann. Aber ich habe relativ wenig zu anti-asiatischem Rassismus gemacht. Und Birgit Rommelsbacher spricht auch von antislawischem Rassismus. Das weiß ich nicht. Also weiß da auch sehr wenig darüber. Genau. Aber ich wollte einfach zeigen, sozusagen, dass Rassismus also historisch unterschiedliche Funktionen eingenommen hat und eben dann auch unterschiedliche Stereotype hervorbringt und unterschiedliche Ausschlussmechanismen hervorbringt. So, genau. Dann eine Frage für oder wo man Konzepte finden kann, beziehungsweise vielleicht kannst du ja auch noch mal Tipps geben für die praktische Arbeit. Also hier wird nach Konzepten gefragt für rassismuskritische, geschlechtersensible Arbeit mit Kindern in der Grundschule. Ja, vielleicht hast du ja auch noch mal ein paar Ratschläge oder Tipps, wie eben in der Arbeit mit sehr jungen Kindern oder dann aber auch Jugendlichen vorgegangen werden kann, wenn man eben intersektional arbeiten möchte. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe meine Folie, das ist ja ganz gut, Jetzt sehen okay. wir dich in voller Pracht, noch viel besser. Wunderbar, wunderbar. Also tatsächlich habe ich selber auch, wie Frances Sieg das eben auch gesagt hat, ich kann nochmal, ich habe quasi so einen bestimmten Literaturkanon, also oder ja,
so eine Zusammenstellung, also eine Liste, wo, also was man irgendwie tun kann oder welche Konzepte es gibt, beziehungsweise welche Literatur es gibt. Ein Buch möchte ich gerade empfehlen, weil das gerade neben mir liegt und letzte Woche rausgekommen ist. Die Übersetzung kann man sehen. Sulve, herausgegeben von Lupita Nyong'o oder geschrieben von Lupita Nyong'o und übersetzt von Maisha Auma, Professor Dr. Maisha Auma. Und ich finde es wirklich toll. Es geht um ein schwarzes Mädchen. Und es wird beschrieben, dass in mitternachtsblauen Farben auf die Welt gekommen ist. Und alleine dieses Mitternachtsblau, dann werden die Eltern als Morgenrot, die Farbe der Morgenröte beschrieben. Und das ist so schön. Also es ist einfach so schön, ja. Genau, und ich glaube, dass es sozusagen, also viele haben darauf reagiert, dass sie geschrieben haben, so ein Buch hätte ich sozusagen gebraucht. Im Aufwachsen, es geht in dem Buch um Colorism, also um die Abwertung, also um die Abwertung aufgrund von Hauttönen, also dann aber wirklich nur also auf schwarze Menschen bezogen, genau. Dann haben wir hier eine Frage, gibt es Unterschiede in der Marginalisierungserfahrungen von Jungen of Color im Vergleich zu Mädchen of Color? Welche Vorschläge hast du da für eine empowernde, geschlechtersensible Arbeit mit Jungen of Color? Es gibt da tolle, Moment, ich muss mal gerade meine... mein Kabel reinschicken. Okay. Also heute. Genau. Es gibt tolle AutorInnen, die dazu arbeiten. Unter anderem fällt mir gerade direkt Paul Scheibelhöfer ein. Der gibt sehr viele Workshops auch dazu, wie geschlechterkritische Pädagogik erfolgen kann. Er hat sehr viel zu Fluchtkontexten gemacht, weil die Problematik ist die, also gerade Men of Color und schwarze Männer werden sozusagen relativ, also stigmatisiert, dass sie sozusagen nicht ja, so geschlechtersensibel sind oder so, oder eben eine Geschlechtergleichheit erreichen und sozusagen in einer Art und Weise erzogen werden müssen, um sozusagen den Anschluss nicht zu verlieren. Und da drinne steckt schon wieder eine bestimmte Art von Abwertung. Deshalb ist sozusagen da echt eine relativ große Vorsicht. Ja, da muss man einfach irgendwie mit relativ großer Vorsicht rangehen. Ich habe mit einer Kollegin zusammen sogenannte Integrationskurse beforscht. Und das ist total stigmatisierend, wenn quasi Men of Color damit konfrontiert werden die ganze Zeit, dass sie sozusagen diejenigen sind, die eben nicht geschlechtergerecht sind. Das ist in sich, das kriegt in sich einen rassistischen Dreh. So ein bisschen wollte ich auch darauf aufmerksam machen. Und dann werden auch wieder viele Dinge, ne, dann ist Deutschland plötzlich der Meister in Geschlechtergerechtigkeit. So. Ist nochmal spannend. Das stimmt, jetzt wo du es sagst, fallen mir auch gerade ganz, ganz viele Beispiele ein, wo eben oftmals gewissen Gruppen ja, angebliche Vorurteile zugeschrieben werden. Diese Gruppen seien ja, transfeindlich, homophob oder feindlich. Und genau, das ist wirklich sehr interessant. Oder dass eben auch gewissen Gruppen, vorhin kam auch mal eine ähnliche Frage zum Thema Klassismus auf, gewissen Gruppen, dass schon von vornherein abgesprochen wird, die könnten ja gar nicht gendersensibel sein oder sich gar nicht damit beschäftigen. Also das heißt, das sind dann eigentlich wiederum weitere Vorteile in unseren Köpfen,
Köpfen, obwohl wir dann eigentlich ja denken, wir wollen Vorurteile abbauen. Deswegen ist es auch so wichtig, eben intersektional zu denken, also immer wieder zu gucken, irgendwie, okay, welche Ungleichheiten treffen eigentlich diese Personen und dann irgendwie abzuwägen. Wie Franzis Seeg das eben auch beschrieben hat, wenn ich sozusagen auch über meinen Klassenhintergrund eine Abwertung erfahre, ist das was anderes? Oder komme ich ganz anders sozusagen ins Kreuzfeuer, als wenn ich das nicht bin? Also da wirklich einfach auch das zusammenzudenken immer wieder. Aber wie schaffen wir es, das auch dann tatsächlich zu denken und auch umzusetzen in der Praxis? Ja, wie schaffen wir es? Also ich finde es tatsächlich manchmal in der Praxis viel einfacher als in dem... An manchen Stellen einfacher, an manchen Stellen schwieriger. Also einfacher dahingehend, wie ich ja schon gesagt habe. Also ich finde, die Stärkung und die politische, auch die politische Stärkung von diesen, also von marginalisierten Menschen ist einfach sehr wichtig und das kann in einem pädagogischen Zusammenhang passieren. Also wir können sozusagen Menschen stärken, für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Wir können sie dafür sensibilisieren, für ihre Rechte einzustehen. Und das ist für mich kritische Pädagogik. Also die versucht, das einzufangen und da Personen zu stärken. Und gerade in der außerschulischen Jugendarbeit kann man das eigentlich sehr gut machen. Man kann immer ReferentInnen einladen und die eben auch mit Jugendlichen arbeiten und die dafür sensibilisieren, was ist hier eigentlich los und was wollen wir verändern. Und ich finde, wie man ja an Fridays for Future sieht, die leider auch ein Problem an also ne, die auch so mehr so Bildungsbürgerschicht Jugendliche sind, aber trotzdem sieht man, dass Jugendliche, wenn sie sich damit verknüpfen, mit Ideen verknüpfen, dass sie auch was ändern wollen oder dass sie auch dagegen, also dass sie sich ja auch zur Wehr setzen. Und das sieht man auch an der Black Lives Matter Bewegung nochmal. Also jetzt nach dem Tod von George Floyd sind ja viele, viele, viele ganz junge Menschen in die Black Lives Matter Bewegung reingekommen. Und das hat einen richtigen Dreh gegeben in Deutschland. Hier auch nochmal eine Frage, die hast du jetzt aber gerade eigentlich schon beantwortet. Wie es eben, also gerade die Berufe oder die Menschen, die denken, dass sie helfen, dass sie anderen helfen, gerade auch bei der sogenannten Integration. Wie kann es geschafft werden, da eine Entwicklung anzustoßen, um eben weg aus diesem Helfermodus zu kommen? Das ist gar nicht so einfach. Und vielleicht beginne ich nochmal bei mir selbst. Also ich habe ein Kind, selbst eine Beeinträchtigung hat. Und ich habe gemerkt, dass ich immer wieder damit unterwegs gewesen bin, dass ich ihm helfe. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Denise, es geht gar nicht. Du entmündigst ihn hier eigentlich. Und es war ein riesenschwerer Auseinandersetzungsprozess mit mir selbst und mit FreundInnen, die sozusagen versucht haben, mir zu spiegeln, wenn du immer wieder in die helfende Situation reinspringst, dann gibt es eine Entmündigung. Und ich finde, genau da muss man eine Gratwanderung finden. Also inwiefern, also wo kann ich sozusagen dazu beitragen, Personen in ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen? Ja, vielleicht ist es so. Also wie kann ich dazu beitragen, Personen in ihrer Selbstverwirklichung und in ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen? Und dafür, also dazu gehört für mich auch, dass sie sich mit dem, wo sie leben, identifizieren können und auch politisch
aktiv werden können, sozusagen, und sagen, mich geht diese Gesellschaft was an und deshalb will ich hier was verändern. Also wenn ich das, die Leute sind eben wütend und abgehängt oder wie auch immer, weil sie eben das Gefühl haben, sie gehören eben einfach nicht dazu und es geht nicht um sie so. Und ich glaube schon, dass es da eine Möglichkeit gibt, anzusetzen. Also wenn das nicht geht, dann bin ich sehr desillusioniert. Eine Frage ist nochmal, wann diese Abwertungen eigentlich angefangen haben. Ich würde jetzt mal sagen in der Kolonialzeit, aber vielleicht hast du da auch nochmal eine andere Antwort drauf. Und welche Funktion auch solche Abwertungen haben. Und vielleicht auch nochmal die Frage, ob es ja eine philosophisch-wissenschaftliche Erkenntnis über solche rassistischen Abwertungsstrategien gibt. Ja, ein bisschen habe ich versucht, das im Vortrag so ein bisschen so anzureißen. Es gibt da unterschiedliche Ebenen. Also man muss einfach sagen, diese Abwertung von schwarzen Menschen insbesondere ist ja in der Kolonialzeit entstanden oder sie hat sich verwissenschaftlicht. Also es gab auch vorher schon Abwertungen, aber die wurde sozusagen nicht wissenschaftlich legitimiert. Jetzt kann man das so beantworten, dass es damit, wie ich auch versucht habe zu zeigen, es gibt ein Zusammenspiel damit, dass sich in Europa kapitalistische Strukturen gebildet haben und mit dem Kolonialismus. Nämlich nur darüber hat sich sozusagen unser kapitalistisches System aufgebaut, weil es über häufig viele ökonomische Investitionen gegeben hat in die Länder, in die Menschen. Und dadurch ist sozusagen Rassismus und der Kapitalismus, die sind zusammengewachsen und wurden auch notwendig. Also wenn man sich daran erinnert, also die Sklaverei war ja sozusagen ein Moment, um ziemlich viel Geld aus Plantagenarbeit herauszuziehen. Und das hat ziemlich krasses ökonomisches Wachstum hervorgebracht. Also ne, das, da greifen bestimmte Strukturen ineinander und ich würde behaupten, dass es eben jetzt auch noch weiter so geht, dass bestimmte Abwertungen auch immer was mit einer ökonomischen Sicherung zu tun haben. Also das geht jetzt wieder in die Klassismusrichtung. Es braucht ja sozusagen Menschen, die abgewertet sind, um in dem, ja, also eben war die Frage nach dem Arbeiterkampf, also ist es, oder nach, genau, es braucht ja bestimmte, um dieses Ungleichheitsverhältnis aufrechtzuerhalten, braucht es ja Menschen, die Arbeit machen, die abgewertet ist. Und das sind eben überdurchschnittlich viele arme Menschen, migrierte Menschen. Und also das ist so. Also das, was Francis Sie gesagt hat, mit also die Umverteilung von Reichtum wäre, glaube ich, auch für rassistische Strukturen ein ganz großer Schritt nach vorne. Es wird nochmal nachgefragt, wie es mit jüdischen Black POCs ist, also gerade auch nochmal mit Jugendlichen. Da geht jetzt die Frage vielleicht eher ein bisschen an Francis Sick, aber da geht es ja nochmal darum, dass oftmals jüdische Menschen eben vergessen werden, wenn es um das Thema Klassismus geht, weil ihnen eben immer ein gewisser Kapitalbesitz und eine privilegierte Position zugeschrieben wird. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen kannst oder vielleicht sich später Francis Sick auch nochmal schriftlich dazu äußern könnte. Ich finde, also aus meiner Sicht, also aus meiner Rassismus-Expertise, sage ich jetzt mal, ich finde sowieso, dass sozusagen schwarzes Judentum, also das ist eine höchst marginalisierte Position, die nicht mal sozusagen in den diversen Positionen von jüdisch sein wirklich deutlich auftaucht. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu
zu fragen. Und dann überlappen sich ja Dinge, ne? Also schwarzer, anti-schwarzer Rassismus ist so, dass ihnen sozusagen zugeschrieben wird, keine Vernunft zu haben und so weiter und so fort. Wir kennen das alles. Und Antisemitismus wird ja in quasi gegenteilig argumentiert, dass die haben die globale Herrschaft und können alles und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz gegenteilige Argumentation und ich weiß überhaupt nicht, was das sozusagen für diese, wie davon betroffene Jugendliche bedeutet. Aber es ist, finde ich, eine wichtige Frage, weil sich das dann nicht mehr ganz ausgeht, so. Ich auch mal wieder das Gefühl habe, es schließen sich dann auch Sachen aus oder es wird dann gerade das Diskriminierungsmerkmal herausgenommen, was gerade irgendwie für die Person, die diskriminieren möchte, passend ist. Also das wird sich da ja auch irgendwie zurechtgebogen, wie es gerade passt. Hier kommt nochmal die Frage, ob man und wie man mit den eigenen Kindern oder vielleicht jetzt auch nochmal aufgebrochen auf alle Kinder, gerade kleine Kinder, über Hautfarben oder über Rassismus sprechen soll, was du da für Tipps und Ratschläge hast. Ich finde schon, dass man mit Kindern darüber sprechen kann. Also gerade eben mit diesem Buch, ich halte es nochmal hoch, ist das, glaube ich, sehr gut möglich, darüber zu sprechen. Allerdings muss man sozusagen auf die Position von den Kindern also achten. Ich würde mit weißen Kindern anders über Rassismus sprechen als mit schwarzen Kindern, die Rassismus selbst erfahren. Schwarze Kinder brauchen Unterstützung, die brauchen Empowerment, so wie Tupoka Oget das eben ganz toll anbietet. Und weiße Kinder sozusagen müssen darin sensibilisiert werden, wo sie Ausschlüsse produzieren oder wo sie sozusagen vielleicht auch in der Schule schon als ja, diesen westlichen, wir sind wer, und also so ein Selbstverständnis. Ich finde, so ein Selbstverständnis muss man manchmal hinterfragen. Habe ich das klar gesagt oder? Ist für mich ja, aber ich bin auch schon ziemlich tief in der Thematik drin. Falls es dazu noch Fragen gibt, dann dürfen Sie natürlich gerne auch nochmal Ihre Nachfragen stellen. Genau, hier gibt es auch nochmal, ist jetzt ganz ein anderes Thema, aber nochmal die Frage, ob du vielleicht einen Buchtipp hast oder Literaturtipp zum Thema Rassismus, Körper, Sport. Ich weiß nicht, ob du da auch bewandert bist in diese Richtung. Ansonsten kannst du auch nochmal kurz nachdenken, das können wir ja auch später dann nochmal schriftlich beantworten. Dann wird hier auch nochmal ein Link zu einem Film geteilt, wo es eben um die Sichtbarkeit schwarzer Juden geht. Danke dafür. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Genau, hier wird auch nochmal angesprochen, dass es wichtig ist, die Sichtbarkeit von schwarzen und POC-queeren Menschen und die Perspektiven, diesen Perspektiven Raum zu geben und eben auch als Expertinnen dann einzuladen zu gewissen Konferenzen oder wenn es da die Möglichkeit gibt. Und hier haben wir noch es wird nochmal die Bitte, das Buch nochmal hochzuhalten, den Titel und auch nochmal das einmal zu zeigen. Genau. Also vielleicht das Buch, genau, das heißt Sulve, ich kann das auch nochmal in den Chat schreiben, und ist von Lupita Nyong'o. Oscar-Preisträgerin. Genau. Aus Black Panther. Black Panther, genau. Wakanda Forever. Ja. Okay. Und jetzt war noch mal ein Beitrag, da schreibt eine Person, dass es sie sehr nachdenklich gemacht hat, als du eben am Anfang deines Vortrags davon berichtet hast, dass du müde bist, eben immer wieder diese Dinge zu erklären und diese Reaktion der Mehrheitsgesellschaft dann ja
zu erfahren und zu ertragen zu müssen. Und da wird gefragt, ob du trotzdem Hoffnung hast, dass wir in Deutschland in den nächsten Jahren in Bezug auf die Wahrnehmung und Berücksichtigung intersektionaler Perspektiven vorankommen und wo du auch positive Entwicklungen siehst. Ich sehe auf jeden Fall positive Entwicklungen. Ich glaube nur, wie gesagt, dass wir an diese Strukturen ran müssen. Also dass zum Beispiel Ausschlüsse in der Schule nicht mehr, also ne, wenn wir an Kinder und Jugendliche denken, dann ist ja, keine Ahnung, die Schule und die Schulbildung irgendwie das Tor dazu, eben ja in eine Veränderung, also selbst irgendwie die Zukunft zu erlernen. Und wenn wir da eben weiterhin solche Ausschlüsse produzieren und Leute quasi exorbitant rausschmeißen, und das ist bei migrantisierten Kindern und Jugendlichen so, dann sehe ich da nicht so viel Veränderung. Klar, es gibt Veränderungen in den Medien, es gibt mehr Repräsentation von schwarzen Menschen und so weiter. Aber gerade wenn Armut und Rassismus zusammenkommen, dann passiert gerade keine Änderung. Und ich hätte gerne, dass sich auch das ändert. Also dass Schulen inklusiver werden. Also ich komme immer wieder auf das Beispiel Schule, weil ich irgendwie finde, dass das irgendwie so ein Nadelöhr, das irgendwie so viele rauskatapultiert. Ja, so ist es. So, dann glaube ich, haben wir jetzt so gut wie alle Fragen beantwortet. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Du wirst uns ja noch Links, Buchtitel und alles Mögliche weiterleiten, schicken, im Chat schicken. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und für deinen Einblick. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, viele der Teilnehmenden auch. Es kamen hier immer wieder Danksagungen hoch, dass es eben ein ganz interessanter Vortrag war. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, liebe Denise.